Ja, hallo und willkommen zurück zu einem Kurzgezockt. Diesmal State of Decay und zwar mit der Erweiterung Year One. Die hatte ich in meinem Steam-Inventar und dachte so, wir hatten schon lange nichts mehr mit Zombies, warum schauen wir uns das nicht mal an? Und ich kenne tatsächlich auch diesen zweiten Modus, glaube ich, noch gar nicht, den Breakdown. Also wir haben jetzt hier drei Spielmodi. Das erste ist einfach das normale mit Storyline. Das heißt, Basen aufbauen, Zombies töten, solche Sachen. Und aber halt eben mit der Story zusammen. Zweiter ist mehr so endlos. Man kann unter How to Play sich das auch nochmal kurz angucken, was das ist. Also Open End, Endless State of Decay und keine geskriptete Storyline. Und wenn man keine Ressourcen mehr hat, steigt man in den AW und verlässt einfach das Gebiet und fährt zu einem neuen weiter. Und was mich jetzt halt interessieren würde, wäre halt dieses State of Decay Lifeline. Das hat wohl die meisten Neuerungen auch drin. Das ist aber ein bisschen mehr militärisch. Also man ist da einer von diesen Greyhound-Leuten von der US Army und wird halt in die sehr infizierte Stadt einfach mal geschickt und soll da immer wichtige Leute retten, wie den Dr. Thomas Horn zum Beispiel. Das, ja, schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe das State of Decay schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt und deswegen könnte interessant werden, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Stay back. We will open fire. All right. Diplomacy's over, fucker. Greyhound 1 to Doghouse. We've got over a dozen hostiles. We need orders. Ah, das rockt gar nicht. Doghouse. Your ROE is kill all hostiles. Do not think, just stay alive. I'll get right sure on. That's a good idea. Ich musste erst mal gucken, ob ich eine Waffe habe. Bitte. Okay, das war das Finish-Ding. Oh, nicht mein Kumpel hier gehauen. Das wäre vielleicht nicht so gut. Yeah! That is how you slay a zombie. You realize these were people, right? Emphasis on were. Greyhound 1 to Doghouse. We're still here. We had to abandon our vehicle. Medevac is ready to go, but right now, Greyhound 2 is busy fucking up my LZ. Get over there and secure that extraction point. We're not going to be rescuing anybody if we can't even land a damn helo. Doghouse out. So, ich spiele eine Frau, das ist schon mal nett. Nur ein neues Event. Okay, ich muss mich damit jetzt auch erstmal einfach vertraut machen. Ich habe das auf Englisch, auf Deutsch eingestellt, also im Steam unter Language, aber entweder gibt es ja keine deutsche Version oder das hat aus irgendwelchen anderen Gründen nicht funktioniert, keine Ahnung. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viel von dem Spiel und kurz gezockt haben, wenn ihr kein Englisch versteht. Wir haben hier unsere XP, Cardio, Weisheit, Kämpfen, Schießen. Wir sind sehr gut im Schießen. Das ist nice. Aber ich habe auch eine Waffe, ne? Unequip, Equip. Ich habe einmal eine Assault Rifle, einmal eine Pistole. Wie viel Munition habe ich denn? 20 und 8. Aspirin, auch sehr wichtig. Und Stamina Boost. Okay, ich habe sie auf jeden Fall ausgerüstet, aber wie ziehe ich denn meine Waffe? Ich habe jetzt erstmal nur zugeschlagen mit X. Ja, mit X. ich mal kurz auf den Controller gucken muss. Gut. Also, das ist schon mal wichtig. Ich habe jetzt Aspirin ausgewählt. Ich probiere jetzt einfach alle Tasten rum. Radio. Schon besser. Linker Trigger. Das ist die Waffe. Die Grafik ist so, naja.
Ist da irgendwas drin? Nee. Können wir das nicht nehmen? Das sieht doch noch gut aus. Ja. Ich habe nicht zugehört, was der Typ vorhin gesagt hat. Es kann sein, dass er genau das gesagt hat. Auf jeden Fall sollen wir die Landezone jetzt erreichen. Wie gebe ich denn Gas? Ja, also fahre ich rückwärts. Okay. Vorwärts. Ah. How you doing, Kilo? Dead. I didn't join the army to shoot Americans, man. Americans? I think we canceled their passports when they joined the living dead. It's not like they were recruited, Vince. They fucking died. So keep that trash-talking bullshit up your ass where it belongs. Somebody's got something up his ass. Private Vincent, do you think the end of the world needs wise asses or soldiers? Soldiers, man. Well, if you see one, you let me know. Oops. Ich kann sehr gut Auto fahren. Ich mag ja dieses Militärgehabe so gar nicht. Guck mal, ist noch ein anderes Auto. Wie bremse, wie steige ich wieder aus? Irgendeine Taste war's. So, da ist auch nichts drin. Schade, ich dachte, wir können mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in die richtige Richtung fahre. X für Door Attack. B, okay. Also ich soll auf jeden Fall in die Richtung, und zum Beispiel soll ich jetzt da rechts runter mal fahren, oder... Gibt's eine Karte? Ja, gibt's doch. Da sind wir. Gut. Wir fahren jetzt in die Richtung. Wir müssen dahin. Das heißt, ich müsste irgendwo dann mal links runter von dieser Straße eigentlich. Wäre es dann nicht Sinn... Hoffentlich kann ich hier abfahren. Ich kenne mich nicht mit Highways aus, amerikanischen. Ob man hier runterfahren kann, wir werden sehen. Ansonsten hätte ich gesagt, müssen wir vielleicht hier schon runter. Probieren es bei der nächsten Ausfahrt. Der hat lila Sitze. Wenn wir den nehmen? Ich gucke mir den mal an. Cheer, was? Nice work! Yeah! Hey, come here! I don't think so. Bin anderer Meinung. Yeah, okay, sure. Ist auch nichts drin. Meine Güte, ist ja langweilig. Ich will looten. diese lila Sitze. Komm, rein mit dir, Junge. Und Zombie-Plätten. Der lebt ja noch. Scheiße. Aber jetzt nicht mehr, ne? Ich weiß nicht. This is the LZ, but we're not landing a Hilo on those Zeds. LZ ist übrigens das Coole für Landing Zone. Weil wenn ihr Militär seid, dann müsst ihr auch immer total cool tun und deswegen... We have Zeds inside the East Gate. Warte mal. Erstmal ein bisschen rückwärts, ein bisschen Dampffahrt aufnehmen. Yay! Und alle Airbags anmachen. Uah. Dieses dramatische Autofahren. Ich kann mir nie merken, was rückwärts und was vorwärts ist. Mein Auto raucht. Ist das gut? Komm, wir steigen mal raus. Ich will mich dann mal meine Waffe testen. Dann ist irgendwer down. Und geil, ich mit Controller, ne? Controller schießen geht mal gar nicht. Heißt du Kilo? Achso, ja, coole Abkürzung, das Kilo, alles klar. Auf den Kopf, auf den Kopf. Oder in den Bauch. Und dann auf den Kopf. Danke, das war ein guter Tipp mit dem Sprint. Also die Musik ist sehr viel dramatischer als meine Kampfkünste. Ich schieß einfach mal wild in die Menge. Was? Oh, scheiße. Bin ich jetzt infiziert? Irgendwas habe ich gerade rausgeholt. Ihr lauft sehr lustig.
Oh, der Fette ist nicht gut. Wo ist denn meine Waffe hin? Danke. Ich sterbe. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Medikamente benutze. Nehme ich denn das Zeug? Ich weiß, wie ich es auswähle, aber ich weiß nicht, wie ich es benutze. Cycle Items, genau. Cycle Items kann ich schon, aber wie benutze ich Items? Flashlight. Das steht ja auch nirgendwo, ne? Ja, das ist ja super. Ich werde sterben, weil ich nicht weiß, wie ich das benutze. Ah, jetzt steht es da. Danke. Ein Aspirin, das wird helfen. Ich glaube, wir haben... Greyhound 2. Ich dachte, wir haben verloren. You never call, you never write. It's just the two of us now. I don't even know what happened to my comms. Everything went down so fast. This whole mission is messed up. We dug in here, like they said, but these bastards got in anyway. Greyhound 1, I show you're at the LZ. Finally, I got a helo en route. Get on the road and pick up that high-value asset before we have to go wheels up. Roger, you have our position. Tell the bird to land inside the fence and get the doctor on board. Roger that. Maybe one thing will go right today. Doghouse out. Okay, wir haben auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht. Ich schleiche mich mal an. Steht da, ich soll schleichen. Boom. Okay, du kannst jetzt mitkommen. No can do. Nein, kannst du nicht. Theoretisch könnte ich wahrscheinlich so sagen, komm mit. Eventuell möchte ich vorher andere entlassen. Ich weiß gar nicht mehr. Gut, also der kann jetzt hier landen, wenn er will. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Was ist denn mein Objective? Crash Sites, sind wir da nicht hergekommen? Oder sollen wir da jetzt den Arzt einsammeln? Also gerade wieder zurück. Okay, wir müssen erstmal ein Auto klar machen. Kommt, Jungs, folgt mir. Kann ich irgendwas looten eigentlich? Nein. Okay, jetzt ist die Musik fast schon wieder ein bisschen zu leise. Ich höre einen Hubschrauber. Gott, das ist ein Zombie. Ups. Danke. Ich bin voll guter Anführer. Ich duck mich erstmal weg und lass die das machen. Die müssen das üben. Deswegen habe ich das gemacht. Nicht, weil ich zu blöd bin, zuzuhauen. Tut mir recht, einen Moment. Was ist denn da hinten? Ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel eigentlich ist. Also von der Grafik her ist es eher mehr so mehr, ne? Du bist doch in meinem Tail, wieso? Egal. Oh, ich habe Level 2 Fighting. Leute, mach mal. Also was das Spiel ganz gut kann eigentlich, ist schon das Zusammenarbeiten mit den Leuten, die man dabei hat. Also sie haben zum Beispiel eben die beiden festgehalten, so ich halt gut den Kopf abschlagen konnte. Also solche Sachen macht das Spiel eigentlich ganz gut, finde ich. Ich weiß immer noch nicht, ah, jetzt geht's. Ja, wieso ging das vorher nicht? Und man kann sich natürlich auch die angucken, wenn man dann das Graft hat, wie. Und sieht auch halt, was die für Fähigkeiten haben. Und ein bisschen Hintergrund. Family back home. Hat in South Pacific gelebt. Das sind die beiden, die bei der Landezone sind. Die beiden mit uns dabei. Kann ich hier Sachen mitnehmen? Das ist die Frage. Also hier gibt es wahrscheinlich Ressourcen, sonst würde da oben keine Fragezeichen sein. Ja, da ist doch was. We've got company here.
Erstmal durchsuchen. Aber wir müssen ja Sachen auch für die Basis sammeln und damit wir die ausbauen können und so ein Kram. Ja, kümmere dich mal um ihn, während ich will looten. Ich kann nicht tragen. Was macht ihr denn Stress? Der ist hinter der Tür, alles gut. Inventar ist voll. Verarsch mich doch. Hier komme ich nochmal zu meinem Inventar. Hä? Wo kam der denn jetzt her? Jetzt kam er durch die Tür, ich habe es nicht mitgekriegt. Da ist doch zum Beispiel... Achso, ich meine Oh, ich habe kein Aspirin mehr. Jetzt habe ich zumindest wieder Platz im Inventar. Das war ein Flair. Ich weiß nicht, wie nützlich die Dinger sind. Vielleicht finde ich noch was Besseres. Noch ein bisschen Aspirin wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich habe einfach mal alles reingeworfen. Meat. Stack das ist sehr gut. Okay. Not a chance. Ich verwechsel immer benutzen und rennen. Da war doch noch was. Hier ist noch was. Ja, ja, komm schon, jetzt. Rolling Pin. Plant Weapon. Nee. An Energy. Also hier sind Medikamente, das ist bestimmt gut. Okay, wir schmeißen mal... Was schmeißen wir denn mal raus? Komm, ich schmeiß die Flare wieder raus, kann ich das? Hold to Destroy, ah, okay. Dann nehme ich das mit. Können die anderen nicht noch was tragen? Was ist denn das für ein Inventar? Sie mich verarschen? Ich will das Methadon auch mitnehmen. Aber ich will auch meine Nahkampfwaffe nicht da lassen. Oder die beiden. Ob ich die kann? Ach komm, okay, lassen wir es. Ihr seid nutzlos. Warte mal, kann ich eigentlich... Das wollte ich eigentlich vorher schon testen, ne? Ich kann nicht wechseln, oder? Wenn ich das... Ne. Aber es wäre noch cool, wenn man die durchwechseln könnte, dass ich dann zum Beispiel ihn spielen kann und dann, dass er das Zeug mitnimmt. Das wäre doch super eigentlich. Falls das geht, schreib es in die Kommentare. Ich weiß es nämlich leider nicht. Won't work. Ja, falsche Taste. Ich weiß doch. So, das Auto sieht doch cool aus. Das nehmen wir jetzt. Ich habe wieder das Auto zum Kaputtfahren. Ups. Ich müsste vielleicht auf die andere Seite. Hey, noch ein Hydrant. Also es macht schon Spaß, also los nicht. Gerade die Zombies umfahren. Man muss sich halt erstmal an die Steuerung alles gewöhnen und dann, wenn man dann mal drin ist im Spiel, ist es schon ganz witzig. Hält sich mal. Oh Gott. That used to be a helicopter? I've seen worse. Oh, wichtig, im Auto bleiben soll. Oh, den Helm auf, könnt ihr den mal. Die sind alle immer so fröhlich am Rumjoggen. Er hat sich gut weggeduckt gerade. Nachladen. Hinter dir, Junge. Rechts, rechts, rechts. Rechts ist, wo der Daumen links ist. Okay. Ich vergesse immer dieses LBY zu drücken. Oh, es ging auch so. Greyhound 1 to Doghouse. We're at the objective.
The Hilo is a wreck. No visual on the asset. I want headshots on all tangos, standing or otherwise. Confirm that our asset isn't one of them. Okay, der sieht nicht mehr so gut aus. Und wo finden wir jetzt unseren Tango oder wie der das genannt hat? Den guten Doktor. Also ich glaube, ich soll erstmal die alle töten hier. Gut, dann komm mal her. You still think this is funny, Vince? No, Sergeant. No way. Doghouse to Greyhound 1. We're showing that asset is not at your position. Confirmed, sir. No one here matches the ID. Alive or dead. Well then, expand your search to the surrounding buildings. Yes, sir. Greyhound 1 out. Ha. Listen up. We're gonna search these structures for friendlies. So check your fire. Ich glaube, das sollte sie eher mir sagen. Check your fire. Also sie suchen jetzt nach dem Doktor, ob der sich vielleicht hier irgendwo versteckt hat. Oder irgendwie tot rumhängt. Das wird ja wohl nicht sein. We should do one more sweep. Nee, der Sweep, einer, der reicht schon. Ich dachte, ich hätte da alle. Aber da ist irgendeine Tür aufgegangen. Möglicherweise war sie das. Starke Frau, danke. Als Leichenbestatter. Sehr ungünstig in solchen Zeiten. Clear. Das wollte ich machen, genau. Besides at 3 o'clock. Ja, okay. Könnt ihr passt auf, ne? Ihr deckt ja meinen Rücken, dafür seid ihr ja da. Und hier haben wir Food, also Food Resource, das heißt also Essen für die Basis dann. Sowas ist natürlich immer gut mitzunehmen, wenn man dann den Platz hält. Vielleicht schmeiße ich die Knarre mal raus. Oder hier die Granate, weil damit werde ich mich wahrscheinlich nur selbst killen. Essen ist recht wichtiger erstmal. Und ich finde es eigentlich auch ganz nett, dass die halt dann jetzt so ein Ding auf dem einen Rucksack auf dem Rücken hat. Und hey, Kaffee. Nicht einfach das ganze Zeug sonst wie mitnimmt. Unsichtbar in einer riesen Hosentasche. Okay. Man kann das dann auch darüber tun. Ich könnte mal die Waffe da rein tun. Habe ich noch nicht vergessen, dass ich das da drin habe. Das Auto immer mitnehmen. Okay. Wo könnte der Typ denn sein? Was habe ich denn? Ich hab mehrere Fragezeichen auf der Karte. Das heißt, er wird wahrscheinlich da vorne sein. Ich weiß gar nicht, ob es schon sinnvoll ist, so Supplies mitzunehmen. Ob das, wie das von der Story her momentan gehandhabt wird in dem Teil. Ob das irgendwie nochmal so einen Cut gibt und dann spielt man freier und dann muss man das wieder wieder besorgen, weiß ich noch nicht halt. Aber ich nehme zur Sicherheit mal das Auto mit, ich bin vorbeigefahren im Fragezeichen. Die Autowaschanlage. Ah, da ist er tatsächlich, okay, hi. Anybody in here? You must be Dr. Thomas Horn. We're here to get you out. I'm not sure that I should. Doghouse Actual to Greyhound 1. That helicopter is moments from your position. We need you to move. Roger. We're loading up the asset now. Oh, thank God. I mean, that's good news, Greyhound 1. They're scratching at the damn gates over here. The sooner you get him in the air, the sooner we can all get the fuck out. Now go! Okay. Komm mit, Junge. Wir müssen dich jetzt hier rausbringen. Am besten geht er zwischen uns. Ja, genau. Die beiden hinten, ich vorne. Wenn dick und doof und durch die Tür kommen. Okay, gut.
Auto. Wir nehmen unser Auto. Ich finde, das ist sicherer. Also mache ich da mein Zeug dran. Dann kommen schon die nächsten. Ab geht's. Weg hier. Soll ich mich gerade mal auf der Karte gucken? Dead End, aber echt. Wir müssen da ja jetzt wieder zurück. Das heißt, das war schon richtig hier hoch. Oh, da ich sehe Loot. Mist. Ich weiß noch nicht, wo die Bremse ist. Warte mal, ich muss da irgendwo rein. Komme ich im Auto nicht rein. Verdammt. Gut, aufsteigen. Endstation. Watch your back. Will jemand wieder was, Leute? Schön macht ihr das. Home sweet home. Too many hearts? Warum? Hier ist doch gar niemand mehr. Vielleicht sollten wir nicht hier stehen, wenn der Helikopter landet, oder? Aber es war schon richtig. I mean, does it really matter? We're taking you to HQ. Apparently, your research is our best hope for curing this thing. Let me spell it out. I'm infected. One of those things bit me. I'm a dead man. Ach, ich wurde auch schon tausendmal gebissen gerade. I'm not here to decide who's a waste of time. I'm here to get you out. What if I turn while we're airborne? Attack the pilot. Bring us all down. What good did I do then? Hey, whoa! My time is up. Use your helicopter to save somebody else. Doctor, no! Oops. So I guess we call off the medevac. Na toll, können die uns wenigstens dann mitnehmen? Who gave that doctor access to a weapon? We have a lot of dead soldiers here, sir. We're now securing all weapons we can find. Well, it's too fucking late now, isn't it? Why don't you just hand your rifles over to the Zeds? Save us all some trouble. Sir, what's the plan now? Just stand by while I unfuck this problem you created. Sir, this entire area is exposed to the enemy. Our ammo won't last forever. Shore up your position, soldier. Long as you don't fuck it up any worse, we can keep you supplied by air. Just stand by and don't let anyone else die. Doghouse out. Was ein Arsch. Ich mag aber, dass sie total cool bleibt dabei. Ich habe auch nichts falsch gemacht. Kannte ja keine Ahnung, dass der jetzt sich erschießt. Ich kann neue Munition mitnehmen. Was brauche ich denn für meine Waffe? Lass mich gerade mal gucken. Ja, das sind die 7mm Dinger. Okay. Ich mich gerade ein bisschen Nachschub. Alles, was geht. Muss ich das jetzt jedes einzelne rüberschieben? Ah, nee, das war zu viel. Zurück, zurück, zurück. Gut. So. Also im Prinzip ist das ja jetzt so eine Art vorübergehende Basis. Deswegen steht auch oben der Home-Status. Also der Heimstatus, wie viel Essen man hat, wie viel Gesundheit, wie viel Munition. Wie viele Leute? 5 Leute zum Beispiel. Und, kann halt, hat er auch einen Stash und so ein Kram. Und die Frage ist nur, was machen wir jetzt eigentlich? Da ist eine Horde in der Nähe. Also wir sollten diese Horde aufhalten, bevor sie, uns überrennt. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Idee. Hier ist ein Survey Point. Ist wahrscheinlich so ein, ja, das war auch einer. Ich glaube, das sind die Türme. Da kann man halt ein bisschen rumgucken. Das können wir auch mal ausprobieren. Ich nehme sonst der große Turm, nicht der kleine hier, oder? Auf dem war ich schon. Dann gehen wir wieder raus.
Also diese die Basen haben auch immer eine Tür im besten Fall. Genau, wir sollen dem Kilo jetzt helfen, ein paar Supplies zu holen. Genau genommen haben wir ja sogar welche. Ich muss die nochmal aus dem Auto holen. Woher? Also, zwei Dinge. Supplies aus dem Auto holen. Und versuchen, die Horde aufzuhalten. Ich bin momentan jetzt auch allein unterwegs. Das heißt, ich kann jetzt... jetzt spielt man, glaube ich, erstmal wieder so ein bisschen offen. Das heißt, ich kann mir jetzt auch aussuchen, wer mit mir kommt. Warte, das Auto ist das... Da war doch irgendwo mein Auto. Mein Oktopus-Auto. So, dann holen wir das nämlich raus, bringen das in die Basis. Und in dem Grundspiel konnte man auf jeden Fall sich auch schönere Basen aufbauen als das hier. Also irgendein nettes Häuschen mit Garten. Ich denke, hier wird man auch Optionen haben dafür. So, und jetzt habe ich das auch... Huch, was hat sie denn eben gemacht? Ah, ich bin... Okay, ich bin müde wahrscheinlich. Sie hat das also auch automatisch jetzt hier abgelegt. Jetzt haben wir 16 Essen. Wo kann ich denn hier irgendwo rasten? Rasten. Also, schlafen? Hinlegen? Wir haben noch gar keine Betten. Ich glaube, du bist tot, tot. Guten Tag. Das stand nämlich da, dass wir keine Betten haben. Ja, der eine ist krank, der andere ist tot. Super, Bilanz. Bett's null, genau. Ich weiß nicht, wie das geht mit dem Ausbauen der Basis. Stand es da und ich habe es noch nicht gelesen? Das kann auch sein. Was war denn der Tipp, der links auftaucht? Ah, okay, warte, jetzt tut sich was. Diese Steuerung, ich hasse Gamepad-Steuerung. Das ist immer... Weißt du, du musst immer rausfinden, mit welcher Button du jetzt irgendwie in welchem Menü Sachen bewegst. Und mit einer Maus tippst du einfach drauf. Das finde ich immer so viel besser eigentlich. Also man kann das, glaube ich, auch mit Maus und Tastatur spielen. Ich weiß noch nicht, ob das besser oder schlechter ist. Ich probiere das gerade mal. Also wir haben auf jeden Fall hier freie Flächen und da kann man halt jetzt Betten bauen. Baracken. Also wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn die Baracken hier hinbauen. Mach das mal. Cool. Muss ich warten, bis es fertig ist. Cancel Action? Okay. Sehr schön. Elektrizität, ach shit. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich wieder zurück? Elektrizität. Wir haben einmal das Radio, wir haben zwei Parkplätze, wir haben eine Falle. Doghouse Actual to Greyhound 1. Come in. This is Greyhound 1. We've fortified our position at the LZ. New outpost uses call sign Black Friday. All right, Black Friday. You've got new orders. I'm putting together a list of people who work with Dr. Horn. People who knew his research and might be able to make a difference. If any of them are alive, then maybe we can still salvage this thing. Just tell us where to go. First up is his ex-wife, Julene Horn. She's a surgeon at University Medical. She was being ground evac'd on the other side of town. But the way the highways are jammed up, we think she's stranded. Get to her last known location, track her down, and bring her in. Doghouse out. Okay, und die Hauptquests, die man hier in dem Teil bekommt, sind halt immer Leute zu retten. Irgendwelche wichtigen Leute. Wo habe ich denn jetzt die Latrine hingebaut? Einfach in die Pampa. Ich weiß nicht, ob das mit den Betten jetzt schon funktioniert. Hier wird die Latrine gebaut. Das könnte ein bisschen schwierig werden, die hier auszuheben, oder? Aber gut. Okay. Baracken, cool mit Schild. Okay, ja. Wunderbar. Das heißt, wir können hier schlafen.
Theoretisch. Ich gehe mal wieder auf Gamepad. Warte mal. Nein? Normalerweise sollte ich auch schlafen können. Wieso steht da jetzt das Latrinenschild? Ich will es nicht wissen. Auf jeden Fall, er ist krank, er kann sich jetzt da hinlegen. Das ist schon mal gut. Wieso kann ich nicht? Won't work. Ich will auch schlafen. Ich meine, man konnte auch in der Basis eigentlich tatsächlich Leute wechseln. Dass du mit anderen Leuten durch rumgelaufen bist. Ich tu mal die nicht die Munition. Oh, ich bin so doof. Sorry. Ich wollte die andere Munition, die ich gar nicht brauche, da mal reintun. Dann haben wir mehr Platz zum Looten. Ich habe jetzt 6 gelesen. Stash 10. So, geht schneller. Wie war das denn? Muss ich die Leute anquatschen? Was ist denn mit dir? Komm mit mir. Genau, hier ein Beat. Why don't you take over for a while? Also ich kann jetzt sagen, hier, ich bin müde. Willst du nicht mal? Geil, sehr gut. Jetzt können wir nämlich mit dir spielen. Was hast du denn im Inventar? Du hast eine Rifle, 7er Munition auch. Davon hast du genug dabei. Wunderbar. Das heißt, unser Charakter, den wir eben gespielt haben vorher, also du hast ja wie gesagt keinen festen Charakter, sondern du spielst halt immer den du gerade willst, die ist wahrscheinlich jetzt tatsächlich in die Baracken gegangen. Ich guck mal gerade. Ja. Da pennt sie jetzt. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie an einem Charakter besonders hängt, dann man kann ihn natürlich auch öfter spielen, aber ab und zu muss man schon mal wechseln. Ich brauche ein bisschen Backup. Kommst du mit mir? Time to get it on. Das klang auf jeden Fall begeistert. Schwuppdiwupp. Und dann gucke ich mir gerade mal das Ding hier. Der Aussichtsturm. Steht der unter Strom? Dieser Zaun. Na gut. Ja, und die Zombie-Horde, das sollten wir auf jeden Fall noch machen, weil gucken mal gerade von oben, die müsste sich langsam wirklich nähern, damit wir nicht überrannt werden. Und unsere Basis aufgeben müssen, sollten wir gucken, dass wir die vorher erledigen. Also das kann auch passieren, man ist jetzt nicht super sicher in der Basis oder so. Schon ein bisschen aufpassen und gucken, dass man nicht überrannt wird. Okay, LT drücken. Let's have a look around. So, ganz wieder Vehicles. Da hinten ist ein Fragezeichen. Delivery Truck. Gut, da ist auch ein Fragezeichen. Das ist wahrscheinlich einfach ein Zombie. I have eyes on a horde. Für mich sieht das aus wie ein einzelner Zombie. Beziehungsweise ich sehe eigentlich gar nichts. Campsite, okay, gut. Ich weiß nicht, was ein Feral war. Noch eine Campsite. Wir decken jetzt halt erstmal alles auf. Fast Food Restaurant, da waren wir, glaube ich, eben schon. Okay. Das war es noch nicht ganz. Ich glaube, Feral sind immer so diese einzelnen Zombies, die da so ein bisschen wild durch die Gegend laufen. Ich meine, Feral Cat ist ja auch so eine wilde Katze. Keine domestizierte. Und das sind halt echt auch so einzelne. Ich glaube, das sind die einzelnen laufenden Zombies. SWAT-Zombie ist halt so ein Special-Zombie mit Ausrüstung und die Horden sind halt immer mehrere. Die war... Wo ist die Horde jetzt? Da hinten. Da sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Und unsere Hauptmission ist, die Julian Horn zu finden. Der müssen wir dann sagen, dass ihr Mann sich umgebracht hat. Ja, das ist ja ungeil.
Achtung, ich komme runter. Einfach mal durch dich durch. Der Zombie ist ja immer noch da. Was hat der Typ die ganze Zeit da unten gemacht? Kann ich dich treffen? Und wie ist er jetzt so schnell auf die andere Seite vom Zaun gekommen? Ich habe wieder die intelligentesten Begleiter. Komm, lass uns mal zur Horde gehen. Das Gebiet sichern. Also da hinten, das sieht auf jeden Fall nach Horde aus. Also zum Glück eine kleine, aber... Die läuft von uns weg allerdings. Das ist natürlich auch gut. Erstmal im Auto. Im Auto in die Horde rein, das ist eigentlich immer besser. Zu Fuß. Das gute alte Auto mit dem Oktopus. Mit erschissenem Wendekreis. Uah. Dieser mattige Dings-Truck hat doch bestimmt auch Zeug drin. Und wo seid ihr denn um die Kurve? Ja, sehr gut. Jetzt ist das Auto gleich kaputt. Man kann Autos auch reparieren, wenn ich mich recht erinnere. Zack, Wettschaden. Oh, oh. Apropos reparieren, raus hier. Aber schnell, bevor es hochgeht. Achtung hinter dir. Kannst du mal aus der Schussbahn gehen? Friendly Fire gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe eine Horde aufgeschreckt. Welche Horde denn? Ja, das hat super verzogen gerade. Was habe ich da gemacht? Kannst du mal? Ja, gut. Nicht beißen. Nice. Okay. Das hier ist irgendwie fies. Hier ist irgendwie so viele. Wieso sind da so komische Geräusche? Als wäre da eine riesenste Horde hinten dran oder so. Komisch. Ich glaube, das ist eine der Red Zones, wo wir vielleicht besser nicht reingehen sollen. So, kann ich mal eben... Ich höre noch einen, aber ich guck mal eben, dass wir hier die Sachen aus dem Auto holen. Weil wir das jetzt erstmal stehen lassen müssen. Die Sonne geht unter. Okay. Also ich habe auf jeden Fall irgendwie schon Bock weiterzuspielen, muss ich sagen. Es macht definitiv Spaß. Also klar, die Grafik ist jetzt natürlich heutzutage auch nicht mehr so geil, aber generell. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Wenn man Bock hat, so ein paar Zombies zu klatschen, sich ein bisschen Basis aufzubauen, solche Sachen, wenn man das mag, dann ist das eigentlich schon was. Kann ich, was das angeht, schon empfehlen. Ich habe auch, wie gesagt, das Grundspiel den ersten Teil schon eine ganze Weile gespielt auch. Und sicher, wie in allen Spielen, musste ich mich natürlich eben erstmal wieder einfach ein bisschen reinfinden. Deswegen so ein bisschen dieses lange Rumsuchen am Anfang, aber ansonsten... Okay, da haben wir jetzt Molotovs draus. Oh, cool. Ich muss noch lesen, wie man mit den Molotovs umgeht. Die sind bei einer Horde auch gut. Okay, dann verabschiede ich mich aus diesem Kurzgezockt mit dem Sonnenuntergang im Rücken. Ich hoffe, es euch hat es gefallen und ein bisschen Eindruck, allerersten Eindruck eigentlich von diesem Spiel gegeben und was man so machen kann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.